Wenn wir über lebensmüde oder suizidale Gedanken sprechen, dann sprechen wir ganz grundsätzlich über eine große Bandbreite an unterschiedlichen Gedanken, die wir erleben können. Die können zum Beispiel vielleicht eher unkonkret sein, eher lebensmüde im Sinne von, das ist mir gerade einfach alles zu viel. Oder vielleicht auch dem Wunsch nach Ruhe, wie ich brauche einfach mal eine Auszeit. Bis hin aber dann eben auch zu ganz konkreten Gedanken, sich das Leben nehmen zu wollen. Die Gedanken können dabei in Worten gedacht werden, aber sich auch in inneren Bildern äußern. Solche Gedanken können vor allem in Lebenskrisen auftauchen und sie sind gar nicht mal so selten. Eine Vielzahl von Menschen hat das in ganz unterschiedlicher Ausprägung schon mal erlebt. Besonders stehen sie aber in Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen, insbesondere Depressionen. Manchmal halten die Gedanken nur kurz an und gehen von selbst wieder vorüber. Sie können aber auch anhalten und von Suizidimpulsen bis hin zu Handlungen mit der Absicht, sich das Leben zu nehmen, begleitet werden. In jedem Fall können solche Gedanken stark verunsichern und natürlich belasten. Es ist daher wichtig, die Gedanken und Symptome ernst zu nehmen. Dafür ist es bei diesem Thema wirklich wichtig, mit jemandem zu sprechen und dir professionelle Hilfe zu suchen. Ich kann den Wunsch gut nachvollziehen, dass du vielleicht suizidale Gedanken lieber für dich erstmal behalten möchtest. Denn leider sind sie immer noch oft ein Tabuthema. Trotzdem möchte ich dir ans Herz legen, mit einer anderen Person über diese belastenden Gedanken zu sprechen. Denn das kann enorm entlasten und du kannst Unterstützung erfahren. Falls du bereits in einer Therapie bist, dann ist dein Therapeut oder deine Therapeutin eine sehr gute Ansprechperson für dieses Thema. Denn die haben bereits Erfahrungen mit Menschen, die ganz ähnliche Gedanken wie du haben. Sie kennen sich aus und können dir helfen, deine Gedanken vielleicht einzuordnen. Und sie sind eben auch darin ausgebildet, dir in genau diesen Krisensituationen zu helfen. Vielleicht bist du aber auch nicht in Therapie oder möchtest dich vielleicht zuerst jemandem anvertrauen, den du bereits gut oder besser kennst. Das kann ein Familienmitglied, jemand in deinem Freundes, vielleicht auch Kollegenkreis sein. Es geht hierbei nicht darum, dass diese Person dann irgendwie eine Lösung für dich parat hat. Aber du kannst sie konkret bitten, mit dir nach Unterstützung zu suchen und bist damit nicht mehr allein. Vielleicht fragst du dich, wie du das Thema am besten ansprechen kannst. Dafür ist es gut, dir einen Moment zu suchen, in dem ihr beide Zeit habt. Also nicht zwischen Tür und Angel. Schildere dann einfach deine Gedanken und Gefühle. Du kannst zum Beispiel sagen, es gibt da etwas, das mich belastet und das ich gerne mit dir besprechen möchte. Ich habe oft den Gedanken, nicht mehr leben zu wollen. Und ich fühle mich dann hoffnungslos und verzweifelt. Ich brauche Hilfe. Beschreibe deine Gefühle und Gedanken möglichst genau. Zum Beispiel auch, wie oft dir die Gedanken kommen und wie konkret sie vielleicht auch sind. Denn je genauer du deinem Gegenüber deine Gedanken und Gefühlswelt schilderst, umso besser kann er oder sie dich verstehen und dir helfen. In ganz vielen Fällen findest du in diesen Gesprächen ein offenes Ohr und stößt auf Verständnis und Unterstützung. Es kann aber natürlich auch vorkommen, dass dein Gegenüber sich mit dem Thema irgendwie überfordert fühlt oder dich vielleicht sogar nicht ernst nimmt. Dann ist es ganz wichtig, dass du dich mit deinen Gedanken nicht wieder zurückziehst, sondern dir ein professionelles Ohr suchst. Bei einem Therapeuten, einer Therapeutin, einer Beratungsstelle oder vielleicht auch bei einer Telefonhotline. Ein offenes Ohr in Lebenskrisen findest du zum Beispiel und das rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge. Kostenfrei und anonym. Du solltest auf jeden Fall dann eine Klinik aufsuchen, wenn akute Suizidalität vorliegt. Und das bedeutet, wenn sich dir Suizidgedanken mit konkreten Absichten aufdrängen und eine akute Suizidhandlung droht. In solch einem Fall kannst du auch immer direkt die 112 wählen.
denn die ist nicht nur für körperliche, sondern auch für seelische Notfälle da. Und so eine psychiatrische Klinik, die kannst du auch zu jeder Tages- und Nachtzeit aufsuchen. Und das ist auch gut so. Denn Lebenskrisen oder eben Suizidgedanken, die halten sich nicht an irgendwelche Tageszeiten. Eine psychiatrische Klinik, das ist ein Krankenhaus, in dem geschulte Menschen wie ÄrztInnen, PsychologInnen, PsychotherapeutInnen und Pflegepersonal arbeiten und dich in dieser Lebenslage unterstützen können. Vielleicht hast du die Sorge, in einer Klinik weggesperrt zu werden und dort monatelang bleiben zu müssen. Das ist in der Regel aber nicht der Fall, denn in erster Linie geht es bei akuter Suizidalität um deine Sicherheit und einen geschützten Rahmen. Und genau das kann dir eine Klinik bieten. Oft reicht schon eine oder vielleicht ein paar Nächte aus, dass du dich wieder sicherer fühlst und nicht mehr akut gefährdet bist, dir das Leben zu nehmen. Und dann kannst du die Klinik auch wieder verlassen. Gegen deinen Willen in einer Klinik bleiben zu müssen, das geht nämlich nur dann, wenn eingeschätzt wird, dass du akut gefährdet bist, dir oder anderen etwas anzutun. Und diese Entscheidung, die fällen die BehandlerInnen dann auch nicht allein, sondern sie müssen sich immer mit einem Gericht und bei Minderjährigen auch mit den Eltern oder falls vorhanden mit einer betreuenden Person abstimmen. Und das kann dann ja theoretisch auch zur Folge haben, dass man gegen seinen Willen, aber zum eigenen Schutz in der Klinik bleiben muss. Wichtig ist aber, du bist damit nicht allein und du musst es auch nicht allein durchstehen. Es gibt viele wirksame Hilfsangebote, die dir dann zur Seite stehen können. Eine Person aus deinem näheren Umfeld ist von Suizidgedanken betroffen und du bist unsicher, wie du jetzt helfen kannst? Dann schau gerne mal in unseren letzten Real Talk zum Thema Umgang mit Angehörigen, FreundInnen oder auch Bekannten. Dort findest du viele hilfreiche Tipps.